Ratte, eine Frage. Viele Leute behaupten, sie standen viel zu lange im Schatten von Gronkh. Was sagen Sie dazu? Von wem? Noch nie gehört, den Namen kenne ich nicht. Komm mal ran, ihr Kleiner. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der Brotmackigen Neuigkeiten. Ich bin der Maxi und das sind die Brotmackigen Neuigkeiten Nummer 30. Los geht's! Bevor wir die Folge anfangen, erstmal vielen Dank an Dark Victory und das gesamte Team von TubeClash, dass wir dort unseren kleinen Gastauftritt hatten in Folge 4. Habt ihr am Anfang gesehen. Uns hat das einfach wahnsinnig gefreut. Und falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, liebe Freunde, schaut sie euch an. Link gibt's unten in der Videobeschreibung. Nachdem sich einer nach dem anderen so langsam aus der LA-Villa verabschiedet hat, ist nun klar, dass das Ganze in Berlin weitergehen wird. Das verkündigte nämlich Rob Bubble in seinem Abschiedsvideo. Warum in Berlin, fragt ihr euch? Da ist nicht nur das neu gebaute Studio von Studio 71. In Berlin wohnen auch Rob Bubble, David Hein oder auch YouTuber wie Fabian Siegesmund. Und für die wäre es kein Problem, da einfach mal wieder täglich vorbeizuschauen. Oder wöchentlich. Oder wie sie halt Zeit haben. Da bereits bis ca. Anfang Oktober die Videos für die Menschen vorproduziert werden müssen, müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden. Aber bis dahin könnt ihr ja jeden Tag Fernsehen gucken. Die Menschen in Berlin, wie findet ihr es, Leute? Schreibt es gerne in die Kommentare. Unsere überaus eifrige Redakteurin Stefanie Mattes. Ey, was geht? Hat sich mit dem Thema Macht YouTube krank in einem Artikel beschäftigt. Und siehe da, viele YouTuber sind darauf angesprungen und haben Feedback gegeben. YouTuber wie Jan oder Sheng waren ja schon kurz davor in einem Burnout oder waren auch teilweise drin. Und das hat den Leuten erstmal gezeigt, wie hart der Beruf eines Vollzeit-YouTubers eigentlich ist. Jetzt melden sich YouTuber wie Alblali oder Dagi wieder rauf. Ali sagt uns, dass er vor 1,5 Jahren eine Phase gehabt hat, wo er sich so überarbeitet hatte, dass er Lymphknotenbeschwerden hatte. Und auch Maxim Neuss hat seine Meinung dazu gesagt. Nicht zu vergessen Heiko von die Lochis und Dagi B. Doch was ist eure Meinung, liebe Freunde? Sollten einige YouTuber nicht wirklich mal auf die Bremse drücken, bevor wirklich was Schlimmes passiert? Schreibt's in die Kommentare. Das Tochternetzwerk von Mediakraft Networks namens TIN oder T-I-N hat nun einen eigenen Kanal erhalten. Erstmal ein paar Infos über das Netzwerk, das vertritt nämlich YouTuber, die sich mit Popkultur, News, Wissenschaft und Bildung und Co. befassen. So werden Kanäle wie Was geht ab, Texcalibur oder auch Le Floyd durch das Netzwerk vertreten. Der eigene Kanal soll jedoch keine Konkurrenz zu den anderen Formaten sein, sondern als Ergänzung dienen. Die kurzen Clips sollen so schnell wie möglich nach Erhalt der Nachricht produziert werden und so soll das Ganze halt schneller im News-Ticker-Style als das Fernsehen sein. Wer also neben der lappigen News-Sendung hier mal was Neues sehen will, der soll sich das angucken. Unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link dazu. Nächstes Thema. Als Let's Play-Projekt von White Titty sollte Yplay starten, doch nun ist das Ganze beendet. Das kündigten Aus und Izzy im neuen Yplay-Video an. Oder sozusagen im letzten. Durch Zeit- und Organisationsprobleme hätte man das nicht geschafft, den Kanal so weiterzuführen oder den Grundgedanken so zu pflegen, dass dieser Gemeinschaftskanal weiter bestehen könnte. Sie sagen sogar, dass es sinnlos wäre, den Kanal weiterzuführen und das sind schon harte Worte. An den Zahlen kann es aber nicht so unbedingt liegen, denn nach einem relativ schwachen Sommerstart konnte der Kanal dann wieder seine 1 Million Views im Monat erzielen. Und das ist ja jetzt nicht die geringste Menge. Wollte ich mal so sagen. Wenn man das Ganze aber mit den Anfangswerten von Yplay vergleicht, also das waren so 3 Millionen Views im Monat, dann ist das dann schon ein ganz schöner Rückgang. Was ist eure Meinung dazu, liebe Freunde? Trauert ihr Yplay nach oder meint ihr, ja, habe ich eh nicht mehr geguckt? Schreibt es in die Kommentare. Liebe Freunde, zum Ende mal was ganz anderes, nämlich eine Kanalempfehlung. Und zwar sind das zwei nette Jungs namens Abgefilmt, also so heißt ihr Kanal. Und die machen Parodien, Comedy-Videos und Challenge. Und ja, wie das so aussieht, schauen wir mal rein. Die sich Leguan verzaubert. Ja, das war jetzt der ganze Kanal innerhalb von 5 Sekunden zusammengefasst. Nee, Quatsch, liebe Freunde, die Jungs geben sich wirklich Mühe und den Content, den die wöchentlich raushalten, das ist wirklich sehr abwechslungsreich und spannend. Deswegen solltet ihr da unbedingt mal reinschauen bei den Jungs. Voll abgefilmt. Und jetzt kommen wir zur Endcard. Ihr Guten, so richtig viel ist ja diese Woche mal wieder nicht passiert, aber ich hoffe, ich konnte euch Informationsreiches zusammensülzen. Und ja, falls ihr noch nicht die Social-Kanäle etc. ausgecheckt habt, dann tut das jetzt, wenn ihr wollt. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das auch. Und ich rede schon wieder zu viel. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich dann wieder nächste Woche. Ich hoffe, euch hat die 30. Folge gefallen. Mir auch. Ich gehe. Tschüss. Bis dann.